Und herzlich willkommen bei Greif zu, der Partnershow für einsame Herzen. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. Wie jede Woche präsentieren sich auch heute wieder 6 einsame Herzen, die auf der Suche nach der Liebe fürs Leben sind. Sollten Sie Ihr Herz an einen unserer heutigen Kandidaten verlieren, rufen Sie uns an. Denn vielleicht sind Sie nach Ihrem Anruf die längste Zeit allein durchs Leben gewandelt. Greif einfach zu. Also, ich bin Renate, ich bin gerade 36 geworden und das ist Paulchen, mein Jüngster. Die anderen zwei spielen gerade nebenan. Nun kommt doch Oma hier rüber und sagt Hallo, Kinder. Nee, kein Bock. Mach doch deinen Scheiß alleine. Naja, ich bin auch sehr reinlich und lebensfroh und lache auch mal gerne. Ein gemütliches Nest mit viel Wärme habe ich uns bereits gebaut. Jetzt fehlst eigentlich nur noch du, um diese Wärme mit mir zu teilen. Du blöde Kuh! Mama, Steve zankt wieder! Ja, also ich bin an und für sich auch eine recht sinnliche Person. Ja. Greif einfach zu. Einen wunderschönen Tag, die Dame. Ich stelle mich kurz vor, Friedhelm mein Name. Ich bin zwar ein Adonis nicht und man sieht schon ein paar Falten im Licht. Natürlich, es liegen ein paar Jahre hinter mir, aber die schönsten folgen noch mit dir. In Fleisch und Blut sind wir uns noch nicht begegnet, doch meine Träume schon längst von dir gesegnet. Ich weiß, du bist lebenslustig, so wie ich. Nach Geld und Geschmeide, du dich sehnst nicht. Die Liebe ist, was dir zum Glück fehlt. Das ist auch, was mich so quält. Es kann kein Zufall sein, dass du so gern reist. Genau wie ich, das wohl Schicksal heißt. Und haben dich betört die Worte in meinem Stil? Dann steig doch ein, ich nehm dich mit in meinem Wohnmobil. Ach, es gibt sie noch, die wahre Leidenschaft. Da könnte man doch stundenlang zuhören. Doch leider neigt sich unsere heutige Sendezeit auch schon wieder dem Ende zu. Aber wir hoffen, dass Sie auch nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt: Find die Liebe des Lebens. Schubiwabdu.